Grüßen auf euch und willkommen hier zum großen Finale der Matchdecks Sommer-WM auf meinem Kanal. Gestern gab es um 19 Uhr die Halbfinalbegegnungen und ihr werdet es nicht glauben, wenn ihr es gestern nicht gesehen habt, ihr werdet es hier nicht glauben, Leute. Im Finale stehen nicht Leipzig gegen Bayern, sondern das ist das Spiel um Platz 3. Leute, Spiel um Platz 3, Leipzig-Bayern und Finale Mainz gegen Gladbach. Mainz gegen Borussia Mönchengladbach im Finale. Wen ich es mehr gönnen würde, wäre Gladbach. Aber mal gucken, Leute. Mal gucken, wer gewinnt. Ob der Weltmeister der Matchdecks Sommer-WM Mainz heißt, Mainz 05 oder Borussia Mönchengladbach. Das werden wir hier heute rausfinden. Spiel um Platz 3 natürlich auch Leipzig oder Bayern. Und wir haben natürlich auch hier wieder 7 Päckchen am Start. Und wir gehen rein in Halbzeit Nummer 1. Halbzeit Numero Uno. Belfodil von Hoffenheim, Matthias Zimmermann von Düsseldorf, Hilzner von Paderborn, Georgia von Union und Marco Reus von Borussia Dortmund. Also hier ist im ersten Pack gar nichts dabei gewesen. Karim Rekik. Die Herthaner sind ausgeschieden im Viertelfinale gegen Bayern. Damals noch. Es ist unfassbar. Fernandes, Mainz geht in Führung, Leute. Was ist denn mit den Mainzern seit der K.O.-Runde los? Als Real Talk. Mainz rasiert komplett. Sobiech, Schmid und Pavlenka. Ein Päckchen haben wir noch für die erste Halbzeit. Da haben wir die Logos der ersten Bundesliga. Mrovka von Wiesbaden, Alfonso Davis mit dem 0:1 für die Bayern. Zack. Und Robert Lewandowski, würde ich sagen, nochmal mit dem Doppelpack. 0:3 Robert Lewandowski. Und das ist schon fast die Entscheidung im Spiel um Platz 3 für die Bayern. Aber wir haben ja noch Halbzeit 2. Aber jetzt heißt es erstmal, ja, Pause. Leute, wir gehen rein in die Pause. Abwarten. Mein RTL! Psst. Psst. Ja. Ey, ich rede mit dir. Hast du Lust, um Premier League Packs auszupacken? Premier League Packs. Holt euch jetzt die neuen Premier League Adrenalin XL Karten nach Hause oder die neuen Euro 2020 Sticker im Ballini Online Shop über den Link unten in der Videobeschreibung. Mein RTL! So, da sind wir auch schon wieder. Halbzeit Nummer 2 startet. Natürlich, die Entscheidung ist noch nicht, auf beiden Plätzen noch nicht gefallen. Leipzig kann auch antworten und Gladbach sowieso. Schauen wir mal. Moisander und Kai Havertz. Nächstes Pack. Antti Ajay von Paderborn. Flecker von Union. Und da ist es doch. Florian Neuhaus mit dem 1:1. Florian Neuhaus 1:1 Ausgleichstreffer. In Mainz, Weghorst und Lukas Piszczek. Also jetzt, wenn jetzt keine Leipziger Karte kommt, dann sage ich, oh, Club 100. Oh, Weidand, Buchtmann, Lecky, Robin Quaison, Mainz geht erstmal wieder in Führung, Leute. Was ist denn hier mit Mainz los? Mainz wird Weltmeister der Matchdeck Sommer-WM oder was? Junge, wie krass wäre das denn? Mainz 2:1 und das kommt Joshua Kimmich mit dem 0:5 für die Bayern gegen Leipzig. Also Leipzig ist jetzt auf jeden Fall Vierter, weil Leipzig kann jetzt in einem Pack nicht mehr 5 Karten bekommen. Das geht einfach nicht. Selbst wenn eine Powerkarte kommt, dann müssten ja noch 3 Base. Das geht, Leute, das geht nicht. Leipzig raus, also 4. Platz. GG an die Bayern für den 3. Platz. Gladbach könnte jetzt noch antworten. Schauen wir mal, eine Powerkarte würde ausreichen und Gladbach würde hier Meister sein. Upamecano hat aber nochmal Lust. Upamecano mit dem 1:5 RB Leipzig und Nastasic, Schalke 04. Wir haben einen Matchetex Sommer Weltmeister. Glückwunsch an Mainz 05. Es ist wirklich unfassbar. Glückwunsch an Mainz 05, Leute. Das ist, wenn man das jemandem erzählen möchte, das kann man sich ja nicht ausdenken. Mainz 05 hat hier alles gerockt
vom Viertelfinale gegen Mainz zurückgekommen. Gegen Bremen wären sie ja schon fast ausgeschieden. Bremen hatte 1-0 geführt, dann hat Mainz nur noch geantwortet, dann im Halbfinale gegen Leipzig zerstört und jetzt im Finale Gladbach hops genommen, Leute. Also GG an alle Mainzer, bitte alle jetzt GG unten reinschreiben in die Kommentare. Das war's mit der großen Matchdex Sommer-WM hier auf meinem Kanal. Mir hat's wieder riesigen Spaß gemacht, mit euch das Projekt zu machen. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann lasst uns hier nochmal die 200 Däumchen knacken auf die Matchdex Sommer-WM. Ich bedanke mich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi!